ist eine absurde Vorstellung zu wissen, irgendwie, dass bei so und so viel 1000 Menschen inzwischen irgendwie ein Druck oder sowas von mir irgendwo an der Wand hängt oder in der Schublade liegt. Wenn ich irgendwie in Urlaub fahren wollte und dafür Taschengeld wollte, also dann habe ich diesen Instagram-Account benutzt, um irgendwie handgeschriebene Zettel für 10 Euro das Stück zu verkaufen. Diese Ausstellung war krass. Also so, das sind, glaube ich, über 4 Tage sind fast 1500 Leute oder so gekommen. Und da irgendwie zu stehen, wie Leute irgendwie so 30 Minuten durch so einen Raum gehen und Texte lesen und ab und zu haben halt welche geweint. Einen Anzug kaufen für diese Beerdigung in so einem Kaufhaus in der Innenstadt, das war absurd. So, weil du gehst rum und denkst, Alter, vor 5 Tagen ist plötzlich mein Vater gestorben. Und ihr kauft gerade im Sale Badehosen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Working and Sharing Podcast. Heute habe ich Sebastian Becker zu Gast, der vielleicht einigen von euch da draußen als Chief bekannt ist. Er ist ein Künstler, ich würde sagen, auf ein Instagram-Künstler, der es aber inzwischen auch mit eigenen Ausstellungen und noch viel mehr nach draußen geschafft hat, der mit emotionalen Texten, einer besonderen Handschrift und ich finde einem universellen Lebensstil es schafft, in kurzen Sätzen Leute emotional zu berühren. Und wir reden über seinen gesamten Werdegang, wie das viele Jahre gedauert hat, bis irgendjemand überhaupt richtig Aufmerksamkeit auf ihn geworfen hat und dann noch weitere, bis er davon leben konnte, wie der Tod seines Vaters sein Schaffen beeinflusst hat und wie es ihm heute geht, wie er mit Panikattacken klargekommen ist und klarkommt und was er noch alles so vorhat. Also bleibt unbedingt dran, hört es euch an und wie immer, Feedback ist erwünscht und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Basti, hi. Moin. Moin. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja. Ich frage mal direkt, wie würdest du deine Kunst beschreiben? Geschriebenes. ich habe so, als ich angefangen, also ich schreibe kurze Texte, handschriftlich und veröffentliche die dann auf Instagram erstmal. Und habe so in der Anfangszeit, war für mich immer so das, was mir so diese künstlerische Schaffenshöhe gegeben hat, war meine Handschrift. So, bis ich irgendwann gesehen habe, ah nee, die Leute sind eigentlich eher genervt von meiner Handschrift. So, die mögen, was ich schreibe, nicht wie ich es schreibe. Und so, das war für mich so eine irgendwie erste krasse Erkenntnis, so okay, das, was ich schreibe, ist gut. Es ist, ich muss es gar nicht unbedingt so krass verpacken in meine Handschrift, damit es irgendwie künstlerisch ist. Aber ja, bin bei der Handschrift geblieben, so als irgendwie ein Markenzeichen oder ein Erkennungsding. Ja, und da ist ja die Frage dann direkt, wie bist du da hingekommen? Also wie hat dein künstlerisches Schaffen eigentlich begonnen? Ganz angefangen hat es irgendwie so 2008, glaube ich, mit einem WordPress-Blog, wo ich Kurzgeschichten veröffentlicht habe mit meinem besten Freund damals. Und das war so der erste gute Zugang zum Schreiben. Und dann habe ich Freunde aus Dresden kennengelernt, die gemalt haben, so ein bisschen Street-Art-mäßig. Und die haben das alles bei Facebook dann veröffentlicht mit Fotos. Und dann habe ich so gedacht, ah krass, man kann ja irgendwie Sachen, die man macht, nicht nur als Texte ins Internet packen, sondern auch Bilder und so. Und dann habe ich angefangen, Gemaltes auch zu veröffentlichen auf einer Facebook-Seite. Dann, wie sich das gehört hat, also eine Facebook-Page, die dann irgendwann so 150 Gefällt-mir-Angaben hatte. Und hab da angefangen, so kleine Illustrationen zu machen und da manchmal was so drunter geschrieben. Und dann 2013 habe ich mit meinem Instagram-Account angefangen und da würde ich sagen, hat sich der Stil dann auch angefangen, so ein bisschen rauszubilden. Also jetzt vor über 10 Jahren. Hm. Und hab so gut, ich kann mal kurz, Mac will gerade ein Update installieren. Abbrechen. So. 2013 habe ich dann den Instagram-Account angefangen und da würde ich sagen, ist ein bisschen konkreter geworden alles und war trotzdem viel Illustration am Anfang noch, schon dann mit so dieser Großbuchstaben-Handschrift dann da drunter, irgend so ein kleiner Spruch, aber immer noch viel Gemaltes und ich würde so sagen, manchmal so 10 Posts im Jahr, so, also sehr einfach als Hobby nebenbei, genau.
Und dann gab es auch mal einen Monat, da habe ich dann 8 Posts gemacht. Dann mal wieder 3-4 Monate habe ich diesen Account quasi nicht mehr benutzt oder nur über Stories bespielt. Und habe für die ersten 500 FollowerInnen ziemlich genau 5 Jahre gebraucht. Die waren dann 2018 und habe dann, das werden so eine Handvoll Leute kennen, mit 0,5k ein Hip-Hop-Special rausgebracht. für so ein 500-Follower-Special. Also, ich habe mit Rap nichts am Hut, und aber hat irgendwie abstimmen lassen. Und ja, das war so der Anfang. So, das war immer irgendwie Hobby und lief nebenbei und irgendwie auch so mein, es war auch mein privater Account. So, das ist so mein Alltag bei Instagram halt, so was man irgendwie so früher in Stories gepackt hat, geteilt. Das heißt, du hast aber nebenbei dann wahrscheinlich noch studiert, gearbeitet und so weiter und so fort. Ja, genau. Also ich habe ursprünglich mal Theologie studiert, evangelische Theologie in Göttingen für, ich glaube, 7 Semester. Dann habe ich das abgebrochen, weil ich irgendwann so diese Berufsperspektive, ich studiere jetzt noch ein paar Jahre, dann mache ich mein Vikariat, so wie das Referendariat bei Lehrern, und dann werde ich verbeamtet und bin Pfarrer für die nächsten irgendwie 35 Jahre. Das hat mich irgendwie sehr, irgendwie, es hat mir Angst gemacht. Mhm. So dass irgendwie so dieser ganze Lebensentwurf so klar ist. Und habe dann abgebrochen, dann übergangsweise ein halbes Jahr in der Pflege gearbeitet und dann irgendwas mit Medien studiert, um irgendwie schnell einen Abschluss zu haben und eine unsichere Berufsperspektive. Und, aber eine offene. Hat dir das, genau, genau. Hat dir das dann weniger Angst gemacht? Ja. Ich finde es total spannend, weil es gibt ja Leute, die haben Angst vor dem Unbekannten, Offenen, und es gibt Leute, die haben dann Angst vor dem viel zu Geplanten. Bei dir ist es ja so der Fall. Ja, also so das, ja, irgendwie so, dass ich habe, hatte so das Gefühl, ich kann mich dann gar nicht mehr groß umentscheiden, wenn ich jetzt nochmal auf was anderes Lust habe. Und so mit diesem irgendwas mit Medienstudium war das dann entspannter. Und ja, das habe ich dann irgendwie schnell fertig gemacht und war dann mit 28 hatte ich dann einen Bachelor und habe dann angefangen zu arbeiten im Marketing von einem Klamottenunternehmen in Berlin. Und war da ein Jahr. Und während dieses Jahres fing dann dieser Instagram-Account auf einmal an, von irgendwie 3.000 auf irgendwie Richtung 100.000 Follower zu springen. Das muss ja auch ein besonderer Schritt gewesen sein, weil du hast ja gesagt, die ersten 5 Jahre hat es gedauert, bis du 500 Follower generiert hast. Dann ging es nochmal 3 Jahre weiter bis zu den 3000. Und dann ist es explodiert, könnte man sagen. Ja, ja. Also so das war dann irgendwie im, weiß nicht, ich glaube im Januar waren es 3000. Ich habe zum 15. Januar, glaube ich, oder 15. Februar die Stelle angetreten. In so einem Klamottenunternehmen, und dann waren es auf einmal 5.000, und dann waren es irgendwie einen Monat später waren es 12.000, noch einen Monat später waren es 25.000, und das war für mich auch eine krasse Überforderung, so, weil das irgendwie alles anders geplant war. Also ich hatte diese Stelle da angefangen und eben auch mit dem Ziel, da ein paar Jahre zu bleiben, und hatte davor auch, mein Vater war ein paar Monate davor verunglückt, und so, dass ich auch irgendwie, also so, als ich, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ist der plötzlich verstorben, und so, dass ich auch irgendwie diese Bachelorarbeit einfach nur fertig haben wollte, und dann wusste ich, okay, ich habe jetzt keine Lust, mich auf den Arbeitsmarkt zu werfen und irgendwie in eine Firma zu kommen, die kennen, wo die mich nicht kennen und ich irgendwie mich mit beweisen muss, und hatte dann bei der Firma in Berlin, hatte ich mein Praktikum schon gemacht. So, die hatten eine sehr genaue Ahnung davon, was ich alles auf gar keinen Fall kann, und so, dass ich manchmal faul bin, dass ich, aber so die Sachen, die sie brauchten, die konnte ich ganz gut, und so, dass dann für mich, als die Option war, da anzufangen, das dann sehr schnell, okay, ich gehe da rein, so, die wissen, mein Vater ist gerade gestorben, so, die raffen das, wenn es mir auch mal irgendwie ein paar Tage gerade scheiße geht und ich irgendwie nicht gut gelaunt durchs Büro hüpfen will. Und so in diese Zeit, wo ich eigentlich irgendwie so frisch nach Berlin gezogen und irgendwie viel Zeit für mich und zum Trauern haben wollte, kam dann auf einmal dieser Instagram-Account, der ein krasses Geschenk natürlich war und ne, ganz viel Glück, und so viele Leute machen das, so wenige schaffen einen Durchbruch. Aber ich weiß so rückblickend auf jeden Fall in diesem Jahr, das hätte ein Jahr später kommen können. So. Ja. Das glaube ich, also kurz nochmal mein Beileid, das ist, also ich kann es mir nicht vorstellen. Und ja,
Aber das ist ja krass, weil dann war genau das so ein Moment, der irgendwie dann eigentlich, wie du es ja gerade beschrieben hast, man dann dieses Kontrollierte wieder, weil jetzt ist klar, wenn ich da bleibe, dann weiß, die wissen alles von mir, ich muss niemanden neuen kennenlernen, das Halt gibt. Und auf der anderen Seite wird diese Tür geöffnet und sagt, übrigens, du kannst jetzt mit deiner Kunst oder von deiner Kunst leben. Was hältst du denn davon? Wie ist dann diese Umstellung für dich passiert? Also erstmal eben wirklich absolut überraschend, so, weil dieser Instagram-Account, der war für mich, so, ich habe im Studium irgendwie BAföG-Höchstsatz gekriegt und also anteilig von meiner Mutter und meinem Vater, also ich war nicht BAföG-berechtigt, aber die haben mir das dann überwiesen und irgendwie in einem Kiosk gearbeitet. Am Anfang für, ich glaube, 6,50 die Stunde, weil es noch keinen Mindestlohn gab und dann mit Mindestlohn waren es dann irgendwann 8 Euro irgendwas, so, und ich hatte immer, wenn ich irgendwie in Urlaub fahren wollte und dafür Taschengeld wollte, so, dann habe ich diesen Instagram-Account benutzt, um irgendwie handgeschriebene Zettel für 10 Euro das Stück zu verkaufen. Und dann habe ich da irgendwie 20 Stück von verkauft, hatte 200 Euro bei PayPal und so, das war cool. So, das war irgendwie der Anspruch, den ich an diesen Instagram-Account hatte, wofür der mir so Spaß gemacht hat nebenbei. Und aber du hast es dann, da noch nicht gesehen, dass du das irgendwie als Geschäft ausbaust. Okay, alles klar. Nee, also so, das war null Berufsperspektive und also, und ich war jetzt auch, ich glaube, 28 dann zu dem Zeitpunkt und hatte diesen Instagram-Account seit irgendwie fast 10 Jahren. Also so, ich habe nicht damit gerechnet, dass der auf einmal groß was macht. Ich glaube, ich habe ein bisschen Glück gehabt mit dem Algorithmus, dass der, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt sehr doll auf Verweildauer geachtet hat. So, wie lange guckst du den Bild an und du liest einen Text länger, als du dir ein Bild anguckst oft. Gerade wenn die Handschrift so scheiße ist, dann brauchst du noch ein bisschen zum Entziffern. So, ich glaube, das war eine Sache, die mir geholfen hat. Und das andere ist, ich habe mit dem Tod von meinem Vater angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Zwar vorher habe ich immer auf Englisch geschrieben, so, weil gerade mit Anfang 20 fand ich es übelst peinlich, über Liebe und so zu schreiben. Habe es aber gemacht, aber dann auf gar keinen Fall auf Deutsch. Ja, so, weil dann ist es ja sofort Schlager und Kitsch. Und auf Englisch ist es irgendwie ein bisschen The Cooks oder irgendwie ein bisschen cool, ein bisschen Indie-Rock. Und gibt auch nochmal so eine Distanz dann irgendwie zwischen mir und diesem Text, so, weil da so ein bisschen diese Sprachbarriere, so eine Coolness, weil irgendwie, für mich hat es in meinem Kopf zumindest funktioniert. Ich weiß nicht, ob es von außen je cool war. Aber das und mit dem Tod von meinem Vater habe ich dann angefangen, auf Deutsch zu schreiben, weil ich auch angefangen habe, eben über das Trauern zu schreiben. Und da dann irgendwie nicht, also so, da gab es für mich null das Bedürfnis, da jetzt noch cool drin zu sein. Oder irgendwie sowas zu performen, sondern ich war traurig und ich wollte, dass Leute das verstehen. So, wie krass mich das gerade, also so das, weil es ist ein wirklich also kommt natürlich immer auf die Beziehung an, die man zu Eltern hat, aber für mich war es wirklich ein vorher unvorstellbarer Schmerz, so, und du wirst halt auf einmal wach in einer Welt, die für dich radikal anders ist, aber für Außenstehende nicht. So, das irgendwie so einen Anzug kaufen für diese Beerdigung in so einem Kaufhaus in der Innenstadt, das war absurd, so, weil du gehst da rum und denkst, Alter, vor 5 Tagen ist plötzlich mein Vater gestorben und ihr kauft gerade im Sale Badehosen. So, und willst da so alle so wachschütteln. Und von daher habe ich da dann angefangen, auf Deutsch zu schreiben, so, weil ich da nicht mehr das Bedürfnis hatte, irgendwie noch cool zu sein. Ja, aber das ist, also hast du, glaube ich, aber auch einen Kern getroffen, weil wann war das 2021 dann, ne? Ja, Winter 2021. Und da ist ja gerade, ich glaube, gerade Emotionalität war zu diesem, auch zu diesem Zeitpunkt eine Sache, die extrem und gut aufgekommen ist. Ich bin ja, also wenn wir ein paar positive Sachen aus der Corona-Zeit und so mitnehmen wollen, finde ich ja, dass es sehr, sehr viel für Mental Health getan hat, auch für die Menschen, also das mehr ins Bewusstsein zu holen. Und ich glaube, da konntest du mit deinen Texten auch Leuten gut aus der Seele schreiben. Also, ja, doch. Ja, also so, ich glaube, genau, die Bereitschaft, das irgendwie offen zu kommunizieren. Ich glaube, das ist auch so, ich bin jetzt 31, so bei der Generation so 10 Jahre jünger als ich, finde ich das auch wild, wie viel mutiger und offener die nochmal irgendwie auch im Internet sowas kommunizieren. Also so, wenn ich zurückgucke an meine Sozialisation mit Facebook, war das, lad niemals ein Foto von dir besoffen hoch, dann kriegst du nie wieder einen Job. Ja. So. Und jetzt gibt es halt irgendwie eine Generation, die lädt TikToks hoch, während sie auf dem Klo sitzen und erzählen davon, dass sie gerade eine Panikattacke hatten. Ja. Und aus so einer
ja, sehr radikalen Ehrlichkeit da. Und so, das ist, also es bleibt natürlich immer ein kuratiertes Bild, was man irgendwie von sich über Social Media veröffentlicht. Klar. Aber gefühlt ist es eben weniger so diese Influencer-Bilder vom Strand, sondern irgendwie eine offenere und ehrlichere Kommunikation. So, und das war, glaube ich, etwas, was ich relativ früh angefangen habe. So, ich habe irgendwann 2 Monate bevor Corona losging, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Panikattacke gehabt. Ich habe da gerade im Frühdienst gearbeitet in der Pflege, habe ich dann nebenbei im Studium immer noch gemacht und habe eine Panikattacke gekriegt so, und habe das dann irgendwann auch angefangen, irgendwie so ein bisschen bei diesem Instagram-Kanal so ein bisschen mit zu thematisieren, so was mir gerade hilft dabei oder was mir nicht hilft. Und so, aber damals noch in diesem kleineren Kreis von irgendwie 2000 Leute, Menschen, die das mitbekommen haben. Aber so hätte, glaube ich, von Anfang an irgendwie so eine Neigung, da sehr offen zu kommunizieren, was, ja, glaube ich, auch so ein bisschen daran lag, dass ich halt diesen Account so lange schon hatte und der halt irgendwie im Studium war das halt mein Instagram-Account. So, wenn ich mir gefragt habe, ob ich bei Insta weiß, dann war das mein Account und dann waren da auch so Stories am Wochenende vom Feiern und so. Verstehe ich. Aber zum Thema Panikattacke interessiert mich jetzt noch, wie hast du das gemerkt, beziehungsweise wie hat sie sich für dich bemerkbar gemacht? Also die erste Panikattacke war, wie gesagt, Frühdienst. Ich habe in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung gearbeitet und war am Wochenende mal alleine Frühdienst und war um 6 da und dann gegen 6.30 Uhr wollte ich irgendwie anfangen, Frühstück vorzubereiten und irgendwie die Bäder fertig zu machen. Und habe irgendwie so das Gefühl, oh, irgendwie so die Brust ja so ein bisschen eng gerade und kriege nicht so gut Luft und was ist denn jetzt los? Und irgendwie Herzrasen und habe mich dann auch sehr schnell reingesteigert, dass jetzt irgendwas mit meinem Herzen ist. Und war mir dann auch sicher, mein rechter Arm kribbelt jetzt auch noch. Und habe mich irgendwie so in irgendeine fiktive Mischung aus Schlaganfall und Herzinfarkt da, glaube ich, so reingedacht. Und bin dann irgendwann rüber in die nächste Wohngruppe, ein Haus weiter, zu der Kollegin, die da gearbeitet hat und war so, ey, ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist, aber ich fühle mich ganz scheiße gerade. So, ich habe das Gefühl, ich kriege keine Lust, mein Brustkorb ist eng. Und haben dann irgendwie versucht, erstmal Tee zu trinken und irgendwie so ein bisschen zu beruhigen und hat nicht geklappt. Und dann hat die mich ins Krankenhaus gebracht, in die Notaufnahme. Und da ging das dann sehr schnell, dass ich an so ein EKG angeschlossen wurde. Und dann auch eben gesagt wurde, ja, alles gut, Herr Becker. So, sie, kein Herzinfarkt. Sie haben wahrscheinlich gerade einfach eine Panikattacke. Und dann ist okay, folgt. Na gut. Und dann war auch relativ schnell wieder okay. Ja. So, das, ich dachte, na gut, ja, mei. Hatten wir noch nie. Ist auch mal eine Erfahrung jetzt gewesen. War es dann jetzt aber bestimmt auch. Und dann hat das so 2 Wochen gedauert, bis ich mich da komplett reingesteigert habe und gefühlt auf jeden Herzschlag geachtet habe. Und habe da so eine Herz-Anxiety, Herzangst, ja, irgendwie so draus entwickelt. Und irgendwie, wenn man gut auf seinen Puls achtet, dann merkt man auch so diese Extrasystolen, so diese Doppelschläge oder sowas, ein Herzstolpern, was man andauernd hat. Und das hat mich dann jedes Mal sofort in eine Panikattacke reingekickt, weil ich mir sicher war, okay, jetzt sterbe ich. Und das war eine dolle Zeit. So. Oh, ja. Hatte dann Glück, dass meine Freundin erstmal bei mir mit eingezogen ist, weil Corona ging los und Uni war online und dementsprechend konnte ich dann zu mir nach Salzgitter ziehen. Und das war gut, also weil es gab irgendwie dann einmal musste sie für 2 Nächte weg, so dann habe ich bei meiner Mutter gepennt, weil ich es nicht ausgehalten habe, alleine zu sein, so für so 2 Monate und habe dann eine Therapie da angefangen, relativ kurz und das hat auch geholfen, das irgendwie in den Griff zu bekommen, wieder diese Panikattacken und einen Umgang mitzulernen und dann ist aber was mich begleitet, so Panikattacken, ich kann sehr viel besser mit umgehen inzwischen, aber ja, so komplett weg sind sie nicht. Weißt du, hast du eine Vorstellung oder eine Idee, wo sie dann hergekommen sind? Also so das erste Mal mit der Herzangst, das war, da hatte ich, ich glaube 2 Monate vorher gehört, dass einer aus meinem ehemaligen Abi-Jahrgang irgendwie plötzlich verstorben war. So. Und ich glaube, das hat sich irgendwo im Unterbewusstsein zum ersten Mal dieses Grundvertrauen, was man eigentlich ja in seinen Körper hat, so der funktioniert und der macht, glaube ich, sind erstmal in so ein Wackeln gebracht. Und ja, ich glaube, damit hat es angefangen. Und jetzt merke ich so, ich kriege Panikattacken, wenn ich irgendwie Stress, zu viel Stress habe. So, das war dann auch, als dieser Instagram-Account auf einmal dann
im Sommer so bei 40.000 war oder sowas, habe ich es nicht mehr geschafft, meinen Webshop irgendwie alleine zu bedienen. So. Bin dann halt irgendwie morgens aufgestanden, habe eine halbe Stunde irgendwie Instagram DMs beantwortet, bin ins Büro gefahren, um zu arbeiten, also für die Klamottenfirma damals. Und bin dann abends nach Hause, habe irgendwie während ich in der U8 vom Kotti irgendwie Richtung Hermannplatz gefahren bin, habe ich mir Essen bestellt und zu Hause dann irgendwie 2-3 Stunden lang Prinz verpackt und dann noch kurz Instagram gemacht, schlafen gegangen. Am nächsten Tag wieder. So, und das war ein Modus, den habe ich so 3 Wochen, glaube ich, ausgehalten. Und dann war das, hatte ich während der Arbeit irgendwann wieder Panikattacken, weil ich so gesehen habe, wie Bestellungen reinkamen auf meinem Handy. Dachte, fuck, ich bin gestern eigentlich nicht mit denen fertig geworden, die noch offen waren. Und so, das war dann das erste Mal, dass ich wieder angefangen habe, so Panikattacken zu kriegen. Habe dann meinen Webshop offline genommen und mir irgendwie Hilfe und Verstärkung geholt. Ich gesagt habe, okay, ich kann nicht, also ich habe nicht Vollzeit gearbeitet, war 30 Stunden die Woche. Ja, und war trotzdem. Dann, aber hat halt trotzdem nicht gereicht, um beides gleichzeitig zu machen. Und so gleichzeitig war halt auch der Gedanke, das ist meine große Chance. Ne? So, das ist, ich habe jetzt gerade irgendwie so das Glück gefühlt meines Lebens mit diesem Instagram-Account, das kann wirklich was werden und ich muss das jetzt durchziehen, ich darf das nicht verkacken. So, und das war dann, glaube ich, ein bisschen viel. Da hast du natürlich sehr viel Druck von dir aus gemacht, ne? Ja, ja. Also man, es gibt diese Insta-Lyrik-Schreib-Bubble, ist riesengroß. Und es gibt ganz, ganz wenige, die davon leben können und noch weniger, die da wirklich gut von leben können. So, das ist ja, also so, das ist nicht so leicht, damit Geld zu verdienen. Und das hätte sich so ein bisschen auch gefühlt, als würde ich da anderen gegenüber unfair, wenn ich das jetzt, ne, wenn ich irgendwie der eine bin, der da Glück hat, ich das jetzt verscheiße. So, na, ich verstehe. Und, also doch, du hast dir sehr, sehr großen Druck von dir aus gemacht, so ja. Wie das klingt. Ja, wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch das Bemerkenswerte oder das, was heißt Bemerkenswerte, aber das ist ja so fernab eigentlich von diesem typischen, ich nenne es jetzt mal Influencer-Dasein, weil du bist ja, also du machst ja nicht für irgendjemand anderen Werbung, sondern du machst ja nur dich. Du bist die Brand und du bist die Marke und es dreht sich auch um nichts anderes in dem Zusammenhang. Und also eigentlich jetzt mal ganz, ganz simpel gesprochen, bist du ein Künstler, der die digitale Plattform als Vermarktungsplattform nutzt. So. Ja, ja, genau. Aber du bist dann in viele haptische Sachen übergegangen. Also du hast Prints, du hast ja auch Klamotten, Taschen, Kissen. Was ist, wie hat sich das Ganze dann weiterentwickelt? Also genau, ich selber habe immer erstmal nur diese Prints gemacht, auch nur DIN A4, solange ich das selber gemacht habe, weil das war das Einzige, was ich geschafft habe, zu verschicken, zu verpacken. Und habe dann, als ich im Sommer aber gemerkt, sorry, ganz ich kurz, kann nicht mehr. Du, ja. hast sie dann zu Hause auf dem Drucker ausgedruckt? Nee. Also die waren schon hoch, also die waren, ich habe die drucken lassen. Okay. Aber ich habe die zu Hause dann, ich hatte so einen Leitz-Ordner mit dann ganz vielen Folien, die an der Seite offen waren, dass ich die einfach rausnehmen konnte, wo dann nummeriert und signiert alle Motive drin waren. Also hast sie vorproduziert? Ja, genau. Ah. Ich habe immer so eine 20er Auflage pro Motiv oder sowas gemacht und hatte dann rechts irgendwie die Umschläge liegen vor mir, mein Rechner mit den Bestellungen, links die ganzen Prints und dann immer in so Seidenpapier eingewickelt und eingepackt. Und ich hab mir nie diese Stunde genommen, mich damit auseinanderzusetzen, wie ein Etikettendrucker geht. Und dementsprechend bis zum Ende auch immer jede Adresse von der Hand geschrieben, was, glaube ich, der Grund war, wieso es für mich alleine nicht machbar war. Ja. So, das hat zu lange gedauert. Ich hatte nicht mal für mich selber so einen Adressstempel für den Absender. Und aber vom Gefühl her war einfach diese Stunde nicht da an Zeit, um jetzt endlich mal zu lernen, wie geht ein Etikettengerät, damit ich mir Adressen ausdrucken kann. Und ich habe gemerkt, es geht nicht mehr und habe dann über Marty Fischer, der auch schon bei dir zu Gast war. Ich bin jetzt der dritte Salzgitteraner übrigens, ne? Echt? Du bist ein bisschen Salzgitter-heavy. Ja, ich bisher in deiner Gästeauswahl. Stimmt, waren Marty und du nicht sogar zusammen auf einer Schule? Nicht dieselbe Schule, aber wir kennen uns seit Schulzeiten. Ach so, genau. Okay. Und ich hatte beim letzten Album von Marty hatte ich eine Illustration für die T-Shirts, die es dazu gab, gemacht, wo ich Marty gemalt habe. Und hatte keine Ahnung, was ich dafür nehmen soll. So, weil ich hätte es für 150 € gemacht.
und wusste aber, die wollen 500 T-Shirts damit bedrucken. Fand dann auch 30 Cent pro T-Shirt, ist auch wieder ein bisschen wenig. Und hab dann Marty gesagt, ey, was nehme ich dafür? Und meinte Marty, keine Ahnung, das musst du eben mit meinem Manager verhandeln. Aber steig mal hoch ein, weil der wird für mich gut verhandeln. Und dann hat Marty mir eine viel zu hohe Summe gesagt. Und ich meinte, okay, das werde ich auf keinen Fall Daniel vorschlagen. Aber okay, und hab dann Daniel geschrieben, ey, Marty hat gesagt, ich soll so und so viel Geld dafür nehmen. Das ist viel zu viel, das ist albern, aber ich habe keine Ahnung, was fair ist. Kannst du einfach mich nicht über den Tisch ziehen? Und das hat der Daniel gemacht. Der hat mich nicht über den Tisch gezogen, sondern hat mir geschrieben, ey, ich würde es mit der und der Formel berechnen, du kriegst so und so viel Geld. Und das war dann eine sehr faire Summe, fand ich. Und da habe ich mich dann im Sommer dran erinnert, als ich ihn brauchte. Hm. Und habe dann Martin nochmal gefragt, ist Daniel wirklich ein Lieber? Und Martin hat gesagt, ja, Daniel ist wirklich ein Lieber. Und dann habe ich Daniel geschrieben und meinte, ey, guck mal, jetzt einmal hier Hose blank, so, das sind die Entwicklungen von meinem Webshop, so und so hat er sich entwickelt, das sind die Entwicklungen von meinem Instagram-Account, ich pack's nicht mehr, ich brauche Hilfe, kennst du wen oder hast du Lust, es zu machen? Und da ist dann Daniel mit an Bord gekommen und hat eine Firma mitgebracht, die den Webshop jetzt fulfillment und all so ein Krams macht. Und über die war es dann eben auch möglich, YouTube-Beutel mit reinzunehmen, T-Shirts, Hoodies, diese Kissen, die bei denen genäht werden, so, das, also, komplett geil, halt irgendwie so Kissen made in Germany haben zu können, die nicht irgendwie eingeflogen werden müssen. Und so, die auch sehr offen sind, so ein Produkt einfach ausprobieren zu lassen. Und genau durch die war es dann möglich, irgendwie immer mehr zu machen. So, es kommt jetzt im Sommer kommt ein Teppich. Den hatte ich letztes Jahr hatte ich eine Ausstellung in Hamburg und hatte dafür zwei so große Teppiche machen lassen, die dann an der Wand hingen. Und seitdem war jetzt irgendwie ein Suchen und Probieren, irgendwie einen Produzenten zu finden oder einen Partner, der das mit uns macht. Und das hat jetzt endlich geklappt, sodass irgendwie im Sommer dann es auf einmal auch Teppiche gibt. So, und das finde ich ganz geil, so irgendwie in Räumen dann auch stattzufinden. Und es ist eine absurde Vorstellung zu wissen, irgendwie, dass bei so und so viel 1000 Menschen inzwischen irgendwie ein Druck oder sowas von mir irgendwo an der Wand hängt oder in der Schublade liegt inzwischen. Meinst du in der Schublade? Ich glaube ja viele an Wände. Also das ist, Ich finde das ja so schön, weil ich weiß auch, das klingt jetzt so nach Bauchpinseln, aber ich meine es ganz ernst, ich weiß gar nicht, wie du das schaffst, dass durch die Art, wie du die Sachen schreibst oder darstellst, dass es wirklich einfach so gut aussieht an der Wand. Dadurch, dass es eigentlich, und das stimmt ja, also ich muss auch gestehen hier und da, wie lange ich darauf gucke, um das ein oder andere zu entziffern. Aber das Gesamtbild, also unabhängig davon, ob man den Inhalt liest, das ist schon was Schönes zum Angucken. Das finde ich so interessant daran, also wie dir das gelungen ist. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, weil Tausende haben das wahrscheinlich schon. Du hast eben gesagt, nur wenige können davon leben und nur die wenigsten gut davon leben. Ist es bei dir der Fall, dass du gut davon leben kannst? Ja. Also es ist ein gutes Geschäft auch. Ja, also so, dass ich glaube, ich bin jetzt nicht Twitch-Streamer. Also so, ich glaube, es ist, also für meine Bubble verdiene ich gut. So, ich bin, konnte jetzt umziehen. Ich war im Dezember, Januar in der Klinik, weil ich irgendwie einen Burnout hatte Ende letzten Jahres und bin dann in der Klinik gegangen und ich habe letztes Jahr ungefähr 16.000, 17.000 Euro zum ersten Mal in meinem Leben beiseite legen können. So, und habe dadurch mir das dann erlauben können zu sagen, okay, ich kann nicht mehr so, entweder lasse ich mich jetzt einweisen und gehe in eine Klinik, habe da einen Platz, bis ich sage, okay, ich bin jetzt doch nicht suizidal, was ich nicht war, so hätte mich da quasi reinschummeln müssen. Oder ich warte jetzt 4-5 Monate, bis ich einen Kassenplatz kriege. Oder ich sage halt jetzt, okay, das Ersparte geht nicht irgendwie in der Küche oder irgendwas, wenn ich umziehe, sondern das geht jetzt in mich und war dann für 6 Wochen in einer privaten Klinik, die 16.000 Euro gekostet hat. Und so, das war krass viel Geld. weil 2 Jahre, das so, ne? Ja, bei dem Job, ich weiß, bei Avery, was du meinst. Klamottenfirma, so, ne, da habe ich 1,5 netto gekriegt. So, das, also so, da, ne, das hätte ich einfach übers Jahr, wäre es nicht möglich gewesen, 16.000 Euro anzusparen. Und so, das ging dann letztes Jahr, in dem Jahr, wo ich irgendwie auch in der WG noch gewohnt habe. Und das Geld dann zu haben und einfach zu sagen, okay, so, ich 6 Wochen Klinik kann ich mir damit leisten.
ich weiß gerade nichts anderes mehr, was mir irgendwie an Möglichkeiten noch einfällt, was ich für mich tun kann. So, es war jetzt mein erstes Jahr Selbstständigkeit. Hm. Ich habe das ein bisschen verkackt, irgendwie mit Workload und keine Ahnung. Ich habe, also so ein Hauptjob bei mir ist halt Instagram bespielen. Hm. Und ich hatte halt Insta auf meinem Handy. Und so, das heißt, ich bin morgens aufgestanden, habe Insta gemacht und das Letzte, was ich abends vor dem Schlafen gemacht habe, war das. Und überraschenderweise war das irgendwie nicht gesund für mich, irgendwie 3 Jahre lang keinen Feierabend wirklich zu haben. Und habe jetzt ein zweites Handy halt, wo dann nur Instagram drauf ist und kriege das hin, das zu trennen. Und geht mir sehr viel besser seitdem. Das ist schön. Also wirklich schön, weil das ist gerade eine der größten Gefahren der Selbstständigkeit, dass du halt nie aufhörst. Ich habe auch, ich habe auch selber lange gebraucht, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ein Kind gebraucht. Also meine Tochter hat mich, glaube ich, davor bewahrt, dann vollkommen zu übertreiben. Weil mein Grundgedanke war auch immer, ach ja, aber wenn ich jetzt noch Zeit habe, dann kann ich ja auch noch das machen. Und auch so der Gedanke. Das könnte ja auch immer der nächste große Schritt sein. Ja, es ging sogar so weit, dass ich gesagt habe, zum Thema mit Freundschaften oder so, also gar nicht basierend auf, du bringst, nur wenn du mir was bringst, können wir Freunde sein, sondern wenn die, es hat mir mehr Spaß gemacht, mit Freunden über Arbeit zu reden, als über private Sachen. So. Mhm. Und das war auch nicht gut. Ja. Also das, ich habe für mich halt, also weil es eben immer noch zu neu ist, so, ne, ist jetzt das zweite Jahr quasi, wo ich das habe, ist jetzt vorbei, war da immer so diese Angst, ich muss jetzt machen, sonst ist das wieder vorbei. So. Und irgendwie so, das fühlt sich immer noch so sehr fragil an irgendwie. Verstehe ich total. Und ja, und dann auch, also so Samstag, Sonntags, halt, dass es Sinn macht, sich irgendwie auch irgendwie ein Wochenende zu nehmen. So, das habe ich auch, also so Samstag, Sonntag war cool, weil da hatten mehr Leute für mich Zeit. Aber sonst habe ich da gearbeitet wie von Montag bis Freitag. Hm. So. Und da irgendwie jetzt zum ersten Mal zu merken, ah nee, krass, so, das macht schon echt einen großen Unterschied, wenn ich irgendwie versuche, samstags vielleicht nur einmal um 16 Uhr kurz bei Instagram reinzugucken. Und oder das auch mal einfach gar nicht mache. Und so, da war diese Klinikzeit für mich richtig gut, irgendwie sich an so einen Alltag wieder gewöhnen, weil ich dann dieses Instagram-Handy nur in im Klinikzimmer hatte. So. Was passiert denn da genau, also wenn du es erzählen magst, wie ist so ein Klinikaufenthalt oder was war das für eine Art von Klinik? Das war eine systemische Klinik, also falls das irgendwas sagt, und psychosomatisch, also so körper- und geistmäßig, so gucken wir ein bisschen ganzheitlich. Und der Alltag da ist geprägt halt von Sitzungen, also du hast Einzelgespräche mit Therapeuten und Therapeutinnen und einer Gruppensitzung. So die Klinik, in der ich war, da hatte man eine feste Bezugsgruppe, mit der man dann auch all seine Gruppensitzungen hatte. Es waren eigentlich einmal am Tag hatte man eine Gruppensitzung, es war dann entweder Musiktherapie 2,5 Stunden oder Kunsttherapie 3 Stunden war das glaube ich sogar, oder auch eine Gesprächstherapie in einer Gruppe, wo es dann einmal irgendwie meistens am Anfang so ein kurzes Gruppending, so wie geht's gerade allen? Und wer hat gerade irgendwie ein Thema oder ein Anliegen, was er Lust hätte, in der Gruppe zu behandeln. Und dann waren bei den Gruppen immer 2 Therapeutinnen dabei, die das Gespräch dann mit einem geführt haben. Und dann konnte man gucken, ob man da die Gruppe mit einbezieht oder einfach alleine quasi das macht, aber die Gruppe ist dabei und hält so ein bisschen irgendwie einen Raum oder kann auch auf Feedback irgendwie geben oder Rückfragen. So, ich weiß, für mich war so, ich habe die ersten 3-4 Wochen, glaube ich, in der Gruppe nie gesagt, so, ja, ich würde gerne was machen, weil es sich irgendwie viel zu doll angefühlt hat, so der eine zu sein und alle gucken dann. Und habe das dann hinten raus für mich getraut, das auch zu nutzen und das als sehr wertvoll irgendwie empfunden, so irgendwie allein, so, also es hört sich wahrscheinlich albern an, aber so einmal von dieser Gruppe gespiegelt zu bekommen, so ich habe so 30, 40 Minuten irgendwie einfach von den letzten 2, 2,5 Jahren erzählt, so was irgendwie an Überforderungen für mich beruflich und privat so seit dem Tod von meinem Vater passiert sind. Mit irgendwie Umzug, Berufswechsel, irgendwie ein Auslandsjahr, meine Partnerin war für ein Jahr in Kanada und irgendwie, also so einfach so Sachen, die so immer mehr wurden. Mhm. Und so das irgendwie so 30, 40 Minuten erzählen zu können und danach rückbespiegelt zu können. Alter, ja, krass, so, das war richtig viel. So, das ist irgendwie voll nachvollziehbar, wieso du jetzt hier in der Klinik bist. Und wieso du gerade irgendwie überfordert warst. So, und das war
ja, also so, das war was, wo mir, also so, ich glaube, was vielleicht am ehesten nachvollziehbar ist, wo mir die Gruppe geholfen hat. So. Nee, total. Ich finde das generell total wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass viel zu wenig Leute auch realisieren, wie viel auf ihnen lastet, also wie viel das alles ist um uns herum, gerade in der jetzt extrem schnelllebigen Welt, und wie viel man auch eben von so äußeren Einflüssen beeinflusst werden kann. Also jetzt, ja. Es muss, ich meine, bei dir ist es ja wirklich eine klare Geschichte, aber es können auch viel weniger einschneidende Erlebnisse sein, die einen vollkommen überfordern, und man will es dann irgendwie immer nicht zugeben. Und ich bin so froh, dass es inzwischen immer mehr gewacht wird, dass es auch mehr zugegeben wird, darauf geachtet wird, ja. Also, es gibt ja trotzdem weiter irgendwie so verrückte Sachen, wie irgendwie so, dass du halt nicht wirklich verbeamtet werden kannst oder nicht mehr so gut verbeamtet, wenn du halt in Psychotherapie warst. Und also, ich schicke doch meine Kinder 1000-mal lieber in eine Schule, wo ein Lehrer ist, der in Therapie war, der irgendwie gelernt hat, mit seiner Wut umzugehen oder mit, weißt du, so Gefühlsregulation oder so, als halt wen zu haben, der seit 15 Jahren depressiv ist, aber nicht sich nie getraut hat, irgendwie in Therapie zu gehen. Also, das ist so absurd, weil es so krass defizitär immer noch betrachtet wird, so als Dabei ist es ja wirklich so, also meistens sind die Menschen, die in Behandlung sind oder waren, dann die besser damit umgehen können, als die es verstecken die ganze Zeit. Ja. Also ich habe mein bester Freund hat 15 Therapiesitzungen, glaube ich, gehabt, und das hat den krass verändert als Menschen. So. Und so, dass ich würde dem jetzt deswegen nicht die Fähigkeit zum Verbeamtet werden absprechen wollen. Man würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der alt und glücklich wird, ist 1000-mal größer, seitdem der irgendwie in der Therapie war. Total. So, ja. Ja, also das ist wirklich totaler Schwachsinn. Aber gut, gesellschaftlicher Schwachsinn, davon ist ja auch noch viel unterwegs da draußen. No. Aber wie ist das jetzt zu deinem Künstlerdasein zurückkommt? Jetzt hast du erzählt, du hattest auch eine Ausstellung in Hamburg. War das deine erste Ausstellung? Und wenn nicht, erzähl mal von deiner ersten Ausstellung, wo die Leute zum ersten Mal in einen Raum kamen und da ging es um deine Sachen. Das war in Hamburg dann, ja. Das war absurd. Also, es gab einmal schon mal ein Ereignis, wo ich so einen kleinen Marktstand quasi hatte und ein paar Prints verkauft hatte, nachdem dieser Account größer geworden war. Und das war schon krass, da Leute zu sehen. So, da hatte ich wieder meinen Lights-Ordner mit und den ganzen Prints drin, und dann konnte man so durchblättern. Und da irgendwie zu stehen und zuzugucken, wie jemand irgendwie so 15 Minuten in diesem Ordner blättert, dann losläuft und irgendwie seinen besten Freund, seine beste Freundin holt und da irgendwie nochmal 4, 5 Prints zeigt. So, das war krass. Weil bei Instagram so, klar, hey, cool, der Post hat 10.000 Likes. Aber es bleibt abstrakt. Und da zum ersten Mal sehen, was das mit Menschen macht und auch einfach Menschen wirklich dann zu sehen und nicht nur diese Namen von denen bei Instagram, war krass. Und bei dieser Ausstellung war das dann halt nochmal viel doller. So, ich habe zusammen mit Tilman Schanzer ausgestellt, es war ein Autor aus Hamburg, weil ich mich nicht getraut habe, das alleine zu machen. Weil, also, wenn ich alleine und keine Leute kommen, dann bin nur ich schuld. So, wenn wir das zu zweit machen und es kommt niemand, dann sind wir beide schuld. Ja. Ich brauchte für mich, glaube ich, irgendwie so ein, also, und ich mag Tilman extrem gerne. So, ne? Ist auch, ich schätze auch sehr, was er macht. Aber mir war, glaube ich, sehr wichtig, für ein zweites dabei zu haben, um nicht so diese ganze Verantwortung auf mir zu haben. Und diese Ausstellung, das war krass. Also so, das sind, glaube ich, über 4 Tage sind fast 1500 Leute oder so gekommen. Und da irgendwie zu stehen, wie Leute irgendwie so 30 Minuten durch so einen Raum gehen und Texte lesen, und ab und zu haben halt welche geweint. So, das war komplett krass. Also so, da die ersten Tage war ich auch ultra aufgeregt. So, ich habe mir immer so meinen Daumen so ein bisschen gepult. Und um irgendwie sowas zu haben, wo ich mich so ein bisschen mit ablenken konnte. Aber es war wirklich, also eines der überwältigendsten Dinge war dieses Gefühl, diese Leute dazu kommen zu wissen, die sind irgendwie für mich oder für Tilman da. Und haben sich irgendwie eine halbe Stunde S-Bahnfahrt jetzt auf sich genommen und irgendwie ihren Samstagnachmittag bringen die jetzt irgendwie auf dafür, um sich das hier anzugucken, was sie auch bei Instagram eigentlich sehen können, aber nochmal in echt. Und auch mit Leuten zu reden. So, das war wirklich ein komplett krasses Gefühl. Ich glaube, das wird wahrscheinlich für irgendwie viele andere irgendwie YouTuber, Twitch-Streamer auch so dann bei irgendwie VidCon oder sowas krass sein, wenn man da auf einmal ist dann es. Irgendwie so
geballt auf diese Leute trifft, die sonst immer nur irgendwie so eine abstrakte Zahl sind, die man ja irgendwann in seinem Kopf wird es ja auch eher so ein Check, so bin ich gerade gut. Ja. So, wenn die Like-Zahl wenig ist, dann war der Text scheiße, dann war ich kacke. So, und wenn die Like-Zahl hoch ist, dann war ich gut oder dann habe ich funktioniert. Und also zumindest ist das, was ich bei mir irgendwann erlebt habe, so dass ich so immer mehr so in diese Statistiken reingehe. Und man vergisst, dass da echte Menschen hinter all diesen Dingern stecken manchmal. Klar, ja. Die halt irgendwie 10.000 Mal doppelt mit ihrem Daumen aufs Handy gedrückt haben oder so. Und das ist krass und das hat mir sehr geholfen, irgendwie nochmal zu verstehen, dass das alles echt, das sind alles in echt Menschen so. Und ja, auch mit irgendwie denen zu reden und so ist halt nur was anderes als irgendwie per DMs irgendwie ein bisschen zu schreiben. Definitiv. Nee, das ist, finde ich, auch immer das Beeindruckendste. Ich finde auch schön, das zeigt immer, also zumindest bei mir so, natürlich ist es, wir sind ja auch alle sehr froh darüber, dass wir davon leben können. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber man stellt ganz oft fest, wenn man dann in einem Gespräch ist mit denen, und sie einem erzählen, wie gut ihnen das geholfen hat in schlechten Zeiten oder sonst irgendwas. Noch nie konnte irgendeine finanzielle Geldüberweisung oder so dieses Gefühl in mir auslösen, wie dieser eine Satz der Dankbarkeit von einem echten Menschen dir gegenüber. Ja. Finde ich wirklich also das, krass. Ist schon auch, ja, also so das, egal, wo gehe ich hin? Das erste Mal, dass ich irgendwie einen Text nach dem Tod von meinem Vater veröffentlicht habe. Es war, glaube ich, einfach nur dreimal so untereinander geschrieben, ich vermisse dich so, ich vermisse dich so, ich vermisse dich doch so. Und war also super vage und auch nicht daraus jetzt sehr ablesbar, ich habe gerade meinen Vater verloren. Und da hat sich dann ein Pärchen drunter markiert, die irgendwie eine Fernbeziehung von Frankfurt nach Mainz oder sowas führen. Und ich dachte, Alter, ja, okay. So, ich gebe die Deutungshoheit ab, yeah. So in dem Augenblick, wo ich es ins Internet stelle. Und vermissen ist halt ein krasses Gefühl. Und das muss ja nun nicht unbedingt mit Tod zusammenhängen. Aber also das war das, was ich am Anfang ein bisschen gebraucht habe zu lernen. Also, dass ich nicht mehr jetzt derjenige bin, der unbedingt bestimmen kann, wie ein Text gelesen oder verstanden wird. Und erzähl das mal den Deutschlehrern. Auch, ja, gucken, ob es irgendwann interpretiert wird. Mal. Und also so da mitzubekommen, was Leute irgendwie in Texten wiederfinden oder wo sie sich drin wiederfinden oder dann irgendwie, so, ich weiß nicht, gibt immer mal so Kommentare irgendwie so, irgendwie das war zu wahr oder zu dolle dran so und oder ja, so das sind immer Sachen, wo dann immer, es freut mich zu merken, dass irgendwie Leute sich wiederfinden und gleichzeitig ist aber halt auch, also so, ich weiß nicht, ich schreibe halt über Liebe, über Trauer, über Angst. Das sind so irgendwie, glaube ich, so die drei großen Themen und die sind sehr universelle Gefühle. So. Ich mochte sehr gerne, wenn ich gewusst hätte, dass wir uns heute kennenlernen, hätte ich mein Leben vorher aufgeräumt oder so ähnlich. Fand ich großartig auch. Ja. Also das ist so, weil man das auch so mit so einem guten Schmunzeln betrachtet, aber ja so viel Wahres auch da dran ist, was es, also es macht, es offenbart auch von einem selber natürlich nach außen hin dieser Satz, dass es, du bist innerlich unaufgeräumt, also jetzt man selber, wenn es einem gefällt und oder wenn man sich da wiedererkennt. Das ist so schön, weil es so eine schmunzelnde Verletzlichkeit widerspiegelt. Ja, aber das ist ja, also so das, man sucht sich ja nicht unbedingt einen Zeitpunkt aus, in dem man sich irgendwie verliebt. Oder nee. So. Und da ist man halt auch oft eine Zumutung. So. Also so das, ich glaube, irgendwie meine Freundin hätte es auch cool gefunden, wenn sie nicht 2 Monate bei mir wohnen muss, weil ich gerade Angst habe, alleine zu sein. So, weißt du? Aber so das, und ich glaube, sich da irgendwann drauf verlassen zu können, so dass man irgendwie geliebt ist. Und so, das ist so dieses, ich glaube, Gefühle sind da halt so krass universell. Es ist rational albern, dass dein Partner, deine Partnerin, der schönste, tollste, beste Mensch auf der Welt ist. Nein, aber es überhaupt gibt Momente, nicht. In denen ist, okay, weil die das rational kennen nicht. Ja, ich weiß genau, aber, was du meinst. Es gibt Momente, so da ist man, also da unterschreibt man das mit 100%. So, das ist der beste Mensch für mich. Und obwohl man halt, keine Ahnung, in seinem Leben 20.000 Menschen kennengelernt hat. Und also das ist halt albern. So, und Liebe ist albern. Und darum ist es halt auch
ja, so universell, glaube ich. Also so, das, man findet sich da wieder und das hat manchmal was Ertapptes und was Kitschiges und so, aber so ist es halt, also so was, wenn nicht Liebe ist, also darf bitte kitschig und doll und albern sein, weil es halt so irrational ist. Total. Nee, ich finde, und deswegen, ich finde es auch so schön und deswegen glaube ich auch, also gerade deine Offenheit den ganzen Themen gegenüber und dann den Faktor, den du gerade genannt hast, dass du die Interpretationshoheit abgibst, finde ich so großartig, weil das macht es ja erst universell, weil du könntest natürlich auch sagen, nee, so meinte ich das nicht. Ja, aber, also schön in die Caption da drunter, ja, mal einen langen Text, genau, wie das jetzt versteht. Ja, weiß ich nicht. Aber ich mag das auch. Ja. Das ist es ja nicht. Und das ist ja auch genau das nicht, was Kunst sein sollte in irgendeiner Form. Das finde ich aber so schön. Ja, und also es gibt viele in dieser Blase, in der ich bin, die sich so sehr ernst nehmen. So, das glaube ich. Irgendwie so, hier ein neuer Text für euch. So, das ist, also so, die haben immer so was Messiahaftes, so, weißt du? Das ist die neue Offenbarung, die sie jetzt runterhauen. Und so, das ist, so mir rollt sich da alles hoch, weil das auch nicht, also ich glaube, bei mir ist immer eine ganz große Dankbarkeit für jeden, der meine Texte liest. Hm. So. Und so, das, weil es eben so unerwartet irgendwie gekommen ist für mich. Und so, dass ich, ja, also so diese, dieses Verkündende, so hier, ich habe für euch was Neues geschrieben. Das weißt du, ich bin echt so. Fühle ich total. Also bin ich zu 100% bei dir. Ja. Also so, das, als müsste man so eine Dankbarkeit, als würde man so eine Dankbarkeit dann erwarten von Zuschauenden, von Lesenden oder was auch immer. So, und ich finde, das verdreht so ein bisschen eigentlich das, wie rum man schreibt für die, die lesen nicht für dich. Ja. Und jetzt hast du gesagt, du bringst als nächstes kommen Teppiche. Hast du sonst noch so Pläne für die Zukunft? Ja, es kommt ein Buch raus. Das ist Spätsommer wahrscheinlich. Da bin ich seit letztes Jahr Januar dran. Ich benutze immer sehr leidenschaftlich so Skizzen und Notizbücher. Mhm. Also so, die sind dann halt einfach, ne, irgendwie so voll geschrieben. Und ist jetzt gut für die Leute, die den Podcast nur hören. Ich habe gerade ein DIN A5 großes Skizzenbuch gezeigt. Und der Profi. Kurz durchgeblättert. Ja. Gibt es auch bei YouTube übrigens den Podcast. Also so die Skizzenbücher und habe seit anderthalb Jahren bin ich jetzt dran, wen zu finden, der dieses erste Buch quasi produziert wie ein Skizzenbuch. Dass das halt aussieht wie ein vollgeschriebenes Notizbuch von mir. Verstehe ich. Und nicht einfach halt wie ein DIN A5 Taschenbuch so gedruckt, fertig, sondern halt einfach wie dieses, wie so ein Notizbuch halt. Macht was schon super vollgeschrieben Sinn ist. Auch. Und so, da bin ich jetzt halt seit anderthalb Jahren dran. So, und es wäre das erste Buch schon längst draußen. Aber ich habe mich halt dafür entschieden, ich möchte es besonders haben. Und aber das wird im Spätsommer irgendwie fertig sein und dann auch nochmal eine Ausstellung dazu geben. So, das ist, aber dafür muss ich jetzt wissen, wann das Buch endlich fertig ist in der Produktion. Und dann kann ich in Berlin panisch nach Räumlichkeiten suchen für eine Ausstellung. Und dann wird da irgendwie das Buch rauskommen. Das ist so, glaube ich, da freue ich mich am meisten drauf dieses Jahr. Ja. Also wieder ausstellen und dieses Buch irgendwann in der Hand zu haben. So, das wird, glaube ich, ein krasses Gefühl. Das glaube ich. So, ich glaube, das wird auch richtig schön. Also ich hab's irgendwie schon so, ich habe im Kopf. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, wie es aussieht, aber ich habe schon auch die Ausstellung. Habe ich sofort ein Bild im Kopf, wie die auszusehen hat und wie ein paar Seiten in Großdruck natürlich von der Decke hängen müssen und so. Also ganz klare Geschichte. So, die letzte Ausstellung war, da war ich krank vorher. Ich wollte eigentlich so ganz viele Sachen extra machen, hat nicht geklappt, weil ich dann krank war. Habe dann so aus der Not heraus einfach ganz viele Skizzenbuchseiten rausgerissen und die gerahmt mit so einem Distanzhalter, denn so, das auch schön aussah. Und so wird es dann, denke ich, auch mal wieder sein, so mit den rausgerissenen Seiten. Und dann verrat nicht zu viel am Ende. Naja, ja. Ich würde irgendwas anderes eigentlich sagen. Kann ich vergessen. Mist. Das Buch kommt raus, ich möchte eine Ausstellung machen. Ah, doch, ja, genau. Skizzenbuch. Da ist oft so ein Stickerbogen mit drin. Ich weiß nicht, wie gut ist, ne? Sowas, wo man dann so den Buchtitel draufschreiben könnte oder auf dem Buchrücken was draufklebt, so ein länglicher Aufkleber.
Und so auch den konnte ich quasi gestalten. Dass selbst dieser Stickerbogen ist quasi schon vollgeschrieben. Und dann muss man selber sich quasi den Buchtitel noch da drauf kleben. Und also so, das ist wirklich ein Projekt, wo ich so viel Leidenschaft drin habe. Ja, das glaube ich. Das klingt wunderschön. Also es klingt wirklich einfach schön und es klingt auch so passend dazu. Ich habe noch zum Abschluss stelle ich immer all meinen Gästen die gleichen zwei Fragen. Und zwar, was hättest du gerne gewusst, bevor du diese Karriere eingeschlagen hast? Und was würdest du Leuten raten, die das auch machen wollen? Vorher gewusst, man kann auch, wenn man 3000 Abonnenten bei Instagram hat, noch den Namen ändern. Das ist nicht zu spät, weil das, also so, da habe ich, also deswegen hänge ich jetzt immer noch mit Chief Chief als Instagram-Account rum, weil ich mir sicher bin, naja, jetzt bin ich ja viel zu groß. Jetzt mit 2000 Abonnenten, das jetzt noch umzuändern, ist ja viel zu spät. Das hätte ich früher machen müssen. Und jetzt bin ich halt bei 100.000 und denke mir halt so, ja, naja, ein anderer Name wäre auch cool gewesen, aber jetzt ist ja viel zu spät. Mal gucken, ob ich mich irgendwann traue, das Ganze nochmal komplett zu rebranden. Ich habe jetzt irgendwann vor einem Jahr immer einen Sebastian Becker als Namen irgendwie hinzugefügt. Aber das wäre, glaube ich, eine Sache, die ich gerne rückwirkend mir gesagt hätte. Mhm. So. Und pack Instagram nicht auf dein privates Handy. So, das wäre, glaube ich, der andere große Ratschlag gewesen. Das sind die beiden großen Ratschläge. Und für Leute, die das anfangen wollen, mach's einfach. Also so das, und es hilft nicht, wenn man diesen Account anonym anfängt und niemandem zeigt und hofft, irgendwie über Algorithmus gefunden zu werden. So, es gibt ganz viele kleine Schreibaccounts, die mir dann schreiben, hey, wie bist du so gewachsen? Naja, ich habe es 13, 12 Jahre gemacht. Und am Anfang war das mein privater Account. Meine Freunde und Freundinnen haben das alle gelesen. So, das waren die ersten Leute, die das mitbekommen haben. Und das ist, glaube ich, also so, das versuchen ganz viele so anonym damit anzufangen. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Dann bist du eine langweilige Zitate Instagram-Account. So witzige Sprüche mit Bild oder was auch immer. So, ich glaube, es ist wichtig, dass man sieht, wer die Person dahinter ist, die schreibt. Und dass die präsent ist. So, das macht Texte viel, das lädt die ja auch anders auf, wenn man weiß, von wem das kommt, wer das geschrieben hat. Und es eben nicht nur so eine anonyme Zitate-Seite ist. Also ich glaube, es ist wichtig, eben auch präsent zu sein von Anfang an und es auch einfach sich zu trauen, das seinen Freunden und Freundinnen zu zeigen. Also weil diese werden hoffentlich nicht gemein zu dir sein. So, das ist eh irgendwie eine Blase, in der es sehr wenig irgendwie Hass gibt. So, also kriege ich, glaube ich, pro Jahr vielleicht 2 fiese Kommentare bei Instagram. Und das ist echt wenig. Also das, ja, aber also, mir folgen zu, ich glaube, 91% Frauen. Also so, das ist auch eben, also und Hass im Internet ist, glaube ich, eher männlich. Mal so ganz, ja, ganz vorsichtig formuliert. da, also von daher gibt es das eben in irgendwie dieser Blase, in der ich bin, ganz wenig. So, und die Männer, die sich dann dahin verirren, die haben halt auch irgendwie Lust auf so ein bisschen was mit Gefühlen und sich darauf einzulassen. Und kurz ist der Ratschlag einfach, also zeigst deinen Freunden und Freundinnen erstmal, was du da machst. Weil sonst folgen dir 2 Accounts und das sind irgendwie so Vorname, Nachname, Nummern, irgendwelche Bots und das war's. Also so das, trau dich irgendwie deine Texte zu veröffentlichen und die Leuten zu zeigen. Und ich glaube, es ist wichtiger eben dann erstmal einfach für sich zu schreiben und Spaß am Schreiben zu haben, als davon auszugehen, das wird groß. Ja. Und weil wahrscheinlich wird es das nicht. So, aber es gibt da trotzdem, macht es auch mit 100 Leuten, die am Folgen richtig Spaß zu schreiben, weil das sind Leute, die richtig Lust auf die Texte haben, die lesen, die da Feedback zu geben und so, das, ich glaube, ja, es ist schwierig, wenn man vorhat, damit groß und berühmt zu werden. Dann ist es, glaube ich, sehr schnell frustrierend. Wenn man Spaß am Schreiben hat, dann kann das ganz schnell Spaß machen. Danke. Sag mal, du machst es auch, du planst auch aktuell, das den Rest deines Lebens zu machen, oder? Ich weiß, Instagram fühlt sich nicht so nach der stabilsten Plattform an. Nein, das stimmt, wenn du ja. Ne? Also so zumindest nicht nur mit dem Standbein. Also ja. Ich habe Lust, mit Musikern und Musikerinnen eigentlich zusammenzuarbeiten und zu schreiben. Also das ist was, worauf ich richtig Bock habe.
um da irgendwie auch ein bisschen mehr, ja, Leute kennenzulernen. Das ist so, das, ich, also ich bin halt gefühlt so ein richtig Spätstarter, so dadurch, dass ich mit 28, 29 damit anfange. Ich war einmal im letzten Jahr auf so einem Influencer-Event, so mit Essen gehen und eingeladen und ich habe halt irgendwann gefragt, wissen Sie, müssen wir zahlen? Zahlen wir? Müssen wir nachher bezahlen? Wie ist das? So, ich kenne das nicht. So, und die anderen waren auch alle so um die 30 und waren so, oh, jetzt geht die Weihnachtszeit wieder los. Ich habe diese Woche 5 Einladungen. Und ich dachte, ja, ich nicht. So, ich habe eine Einladung gehabt in der Weihnachtszeit zu einem Event und fand es richtig aufregend, weil ich habe Essen umsonst gekriegt und die Getränke waren auch umsonst. Yes. Und um mich herum, die Leute haben irgendwie Stories geballert und wussten, wen man jetzt verlinken muss, wer irgendwie der Ausstatter ist, wer die Blumen gemacht hat. Ich dachte, okay, crazy, darf ich mal kurz gucken? Und so, das ist halt ein anderer Beruf, die als der, den du ausübst, muss man schon sagen. Ja, ja, aber auch unter diesen Schreibaccounts gibt es halt auch welche, die sind irgendwie groß, seitdem sie 20 sind. So, die machen das auch seit 10 Jahren ja. Und haben da irgendwie eine andere Erfahrung, sind anders vernetzt. So, und so, ich fühle mich da immer noch so sehr kükenhaft. So. Ja, aber ist ja, ja, also ich meine, was jetzt seit 2 Jahren, das ist ja. In Anführungszeichen, also für Instagram-Zeitalter kükenhaft. TikTok ja. Wärst du schon seit 1,5 Jahren wieder raus aus dem Business. Aber ja, ist, ja, ja, genau. Oh Gott, TikTok, ja. Aber das, ich kann genau. Mir, ich glaube, dass deine Sachen funktionieren auch auf TikTok ziemlich gut. Manchmal. Es ist, also es ist, ich habe TikTok, also ich gucke sehr gerne TikToks. Hm. Ich bespiele die Plattform nicht so gerne. Aber immer mal. Und ja, aber also für die Zukunft ist so, also einmal das Buch soll rauskommen. Da freue ich mich drauf. Ich möchte wieder mehr ausstellen. Also dieses Jahr auf jeden Fall die im Spätsommer vielleicht nochmal einen im Winter hinkriegen. Und dann hätte ich Lust, mit Musikern und Musikerinnen Texte zu schreiben. So. Ja. Schön. Wirklich schön. Ey, Basti, ich danke dir total für deine Zeit, für deine Offenheit. Vielen Dank. Es hat sehr, sehr viel ja. Spaß gemacht. Danke. Das, ich hoffe's. Und für alle da draußen, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von diesem Gespräch und alle Infos über Basti findet ihr unten in der Beschreibung und ansonsten wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag. Tja, wünsche ich auch. Macht's gut.